Änderung des Parteiengesetzes. Über den Gesetzentwurf werden wir später ebenfalls namentlich abstimmen. Die Aussprache soll 39 Minuten dauern. Damit sind Sie einverstanden? Das Wort hat der Kollege Dietmar Niethan für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktionen von SPD, Union, Grünen und FDP legen heute zur zweiten und dritten Lesung eine umfassende Reform des Parteiengesetzes vor, mit der wir die Parteiendemokratie in Deutschland stärken werden. An der Erarbeitung dieser Reform hat die damalige Fraktion Die Linke intensiv und konstruktiv mitgewirkt, wofür ich mich an dieser Stelle insbesondere auch noch einmal bei der Kollegin Petra Pau herzlich bedanken möchte. Das Reformpaket hat drei Schwerpunkte. Wir erweitern die digitalen Partizipationsmöglichkeiten für die politischen Parteien. Wir verbessern die Transparenz in der Parteienfinanzierung. Und wir stärken auch die Finanzkraft der Parteien, damit diese ihrem verfassungsgemäßen Auftrag auch in angemessener Weise gerecht werden können. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf, die am 27. November stattgefunden hat, bewertete die große Mehrheit der Sachverständigen unseren Gesetzentwurf positiv. So stellte Professor Wieland in seiner Stellungnahme zur Anhörung fest, dass der Gesetzgeber mit dem hier vorgelegten Gesetz die ursprünglich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts unzureichende Begründung der Erhöhung der absoluten Obergrenze nunmehr durch eine den Anforderungen des Urteils genügende Begründung ersetzt habe. Diese von den meisten Sachverständigen attestierte sorgfältige und transparente gesetzgeberische Arbeitsweise, verbunden mit dem Willen zu einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit, sollte meiner Meinung nach der Goldstandard bei allen zukünftigen Reformen des Parteiengesetzes sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch einmal betonen, dass uns die Ermöglichung einer digitalen Teilhabe durch die Einführung der Zuverlässigkeit virtueller und hybrider Versammlungen ein wichtiges Anliegen war. Und auch unsere Änderungen zur Erhöhung der Transparenz bei der Parteienfinanzierung haben viel Lob bei den Sachverständigen gefunden. So stellte zum Beispiel Frau Professorin Lange fest, ich zitiere, die vorgesehenen Änderungen sind ausnahmslos zu begrüßen, da sie teilweise vorhandene Regelungslücken schließen und die Finanzquellen der politischen Parteien in größerem Umfang als bisher für die Öffentlichkeit offenlegen. Natürlich wird es jetzt auch wieder die üblichen Verdächtigen geben, die die in diesem Gesetzentwurf vorgesehene Anhebung der absoluten Obergrenze wider besseren Wissens in der üblichen populistischen Manier geißeln werden. Doch diese billige Kritik blendet die Realitäten unserer Parteiendemokratie unter den Rahmenbedingungen von Clickbaiting in Nachrichtenportalen und Fake News auf allen Social-Media-Kanälen aus meiner Sicht in unverantwortlicher Weise aus. Denn um in den öffentlichen Debatten auf digitalen Plattformen und sozialen Medien im ungleichen Kampf mit den von Algorithmen genährten emotionalen Erregungsspiralen überhaupt noch eine Wahrnehmbarkeit und damit Relevanz der Parteien zu erreichen, müssen demokratische Parteien massiv in die digitale Kommunikation investieren. Gleichzeitig müssen die Parteien aber auch ein lückenloses Partizipationsangebot sicherstellen und auch die klassischen analogen Parteistrukturen weiter finanzieren. Diese Doppelbelastung einer kostenintensiven Dualität von analogen und digitalen Kommunikations- und Partizipationsstrukturen, die müssen wir jetzt schultern, um eben in der Parteiendemokratie auch für die Demokratie wirken zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das übrigens bestätigte auch Frau Professorin Borucki, als sie in der Anhörung auf die notwendige Etablierung von diesen Doppelstrukturen einmal im Digitalen und einmal im Analogen ausdrücklich hinwies und das auch sagte, dass man denen Folge leisten muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in Fällen,
in denen ein Gesetz allein aufgrund einer mangelhaften Begründung für nichtig erklärt wurde, hat der Gesetzgeber ein Recht auf zweiten Anlauf. Diese Aussage stammt nicht von mir, sondern von Frau Professorin Lange in ihrer Stellungnahme zu unserem Gesetzentwurf. Dieses Recht auf einen zweiten Anlauf haben wir genutzt, um mit diesem Gesetzentwurf die Parteiendemokratie zu stärken. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und Linkspartei, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank. Julia Klöckner hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den Debatten zur Änderung des Parteiengesetzes vom Verfassungsauftrag der Parteien gesprochen, ihrem Meinungsbildungsauftrag gesprochen. Parteien sind Organisationsformen des modernen, des mündigen Bürgers. Und Bürgerinnen und Bürger, sie schließen sich frei nach ihrer Gesinnung zusammen, miteinander zusammen. Und Parteien stehen für Freiheit, Parteien stehen für Meinungsvielfalt, Parteien stehen für Pluralismus. Und das soll auch so bleiben. Und insofern sind Parteien und ist die Parteiendemokratie auch ein Zukunftsprojekt. Die Zukunft ist offen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niemand kann alle Antworten jetzt schon kennen auf die Herausforderungen der Zeit. Eine zukunftsfähige Gesellschaft muss also so eingerichtet sein, dass immer mehrere Antworten auf die Fragen der Gegenwart gegeben werden können. Dann nämlich ist die Möglichkeit für Fortschritt in einer Gesellschaft auch eingebaut. Und unsere Parteiendemokratie ist Ausdruck dieser Überzeugung. Sie steht für Fortschritt, sie steht für Freiheit. Und mit dem Parteiengesetz stellen wir diese Gesellschaft oder richten wir sie auch dafür aus. Wir tragen Sorge dafür, dass die Parteien auch ausgestattet sind für die rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft. Stichwort digitaler Wandel oder Stichwort auch IT-Sicherheit oder Stichwort Desinformationskampagnen. Das heißt, Parteidemokratie muss auch wehrhaftig und auch wehrfähig sein gegenüber Angriffen auf die freiheitliche Demokratie. Und deshalb tragen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz dafür Sorge, dass aber auch Transparenz gegeben ist bei der Parteienfinanzierung, die am Ende auch einzahlt auf Vertrauen in die Parteien, auf Vertrauen in unser demokratisches System. Und das heißt auch, dass jemand, der eine Spende einer Partei zukommen lässt, niemals erwarten kann und darf, dass er damit einen Auftrag einer Umsetzung eines Handelns auch dann bekommt. Auch das ist sehr klar festgehalten bei den Spenden. Aber festgehalten ist auch, dass wir Parteien uns eben nur zur Hälfte aus Zuwendungen staatlicher Hand oder der öffentlichen Hand finanzieren. Und deshalb sind wir auch auf Spenden angewiesen, aber die haben wir hier sehr klar geregelt. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, das, was für Parteien an Transparenz gilt, dass man weiß, wer spendet, wer da hinten dran steht. Also es wird veröffentlicht, ab etwa 10.000 Euro, 10.001 Euro werden die Namen veröffentlicht. Das erwarte ich aber auch von den sogenannten Nichtregierungsorganisationen. Denn Parteien sind Teil unserer Verfassung. Nichtregierungsorganisationen sind nicht demokratisch verfasst, sie sind nicht in der Verfassung, aber viele wehren sich dagegen, zu veröffentlichen, wer ihre Großspender sind. Und das ist nicht in Ordnung. Was für Parteien gilt, die Verfassungsrang haben, muss auch für andere gelten, die den Anspruch haben, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz, was heute hier vorliegt, wie wir es vorgelegt haben, ist von einem breiten Konsens getragen. Nicht alle machen mit, aber die allermeisten und die Relevanten machen mit. Und die Sicherung der Parteiendemokratie, die geht uns alle an, also nicht nur als Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, sondern als Demokratinnen und Demokraten, die an den Wert einer freien und pluralen Gesellschaft glauben. Und mir ist klar, was nachher jetzt auch von denjenigen, die es ablehnen, auch ein
geworfen wird, wieder auch eingeführt wird. Es ist aber auch Ausdruck davon, dass man eben kein Interesse an dieser Pluralität, an dieser Offenheit auch hat. Natürlich sind wir nie alle einer Meinung inhaltlicher Art. Aber dass wir uns einig sind, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann, die sich organisieren, ist Ausdruck von Stärke, ist Ausdruck einer Gesellschaft, die auf Zukunft setzt und die auch auf das Mitdenken der Bürgerinnen und Bürger setzt. Und deshalb danke ich allen, die an diesem Gesetz mitgearbeitet haben. Es war nicht immer einfach. Wir waren nicht immer einfach beim Verhandeln, ist mir klar. Koalition auch nicht, untereinander war sie auch nicht sich immer ganz grün, gelb oder rot. Aber am Ende haben wir eines geschafft, dass das, was uns leitet, was uns auch unsere Verfassungsväter und Mütter mit aufgegeben haben, was unsere Verfassung ausmacht, wie unser Staat aussieht, dass wir das widerspiegeln in diesem Gesetz. Es geht nicht darum, um Selbstbedienung, wie das einige dann sagen, ist immer billig, dann könnte man das Geld auch spenden und muss es nicht nutzen, werden wir uns dann anschauen, sondern hier geht es darum, wie dieser Staat so arbeiten kann, dass Bürgerinnen und Bürger uns hier vertrauen, die einen Auftrag auf Zeit haben. Herzlichen Dank. Die Kollegin Dr. Irene Mihalitsch hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir schließen heute die Reform des Parteiengesetzes ab. Und in politisch bewegten Zeiten schaffen wir damit eine neue Grundlage für die wichtige Arbeit der Parteien in unserer Demokratie. Die Bedeutung der politischen Parteien ist hier schon hervorgehoben worden. Und ich teile das, was mein Vorredner und meine Vorrednerin gesagt haben, ganz ausdrücklich. Denn gerade in Zeiten, in denen sich der Diskurs massiv verändert hat und extremistische Kräfte an Zulauf gewinnen, ist es umso wichtiger, die politischen Parteien so aufzustellen, dass sie ihren verfassungsgemäßen Auftrag erfüllen können, meine Damen und Herren. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit der Parteien und Fraktionen des demokratischen Spektrums können wir heute gemeinsam ein Gesetz vorlegen, das dazu eine zeitgemäße gesetzliche Grundlage schafft. Und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches die letzte Anhebung der Parteienfinanzierung gekippt hat, ist es auch notwendig geworden, die Finanzierung auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen. Und dabei besagt eine ungeschriebene Regel, dass eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung immer mit einem Mehr an Transparenz einhergehen muss. Und mit dem vorliegenden Gesetz haben wir genau diese Regel befolgt und haben die maßvolle Anhebung der Parteienfinanzierung mit den von uns seit Jahren geforderten Transparenzregeln verbunden. Und auch die Anhörung der Sachverständigen im Innenausschuss hat gezeigt, dass wir mit der Offenlegung von Sponsoring-Einnahmen einen wirklich lange überfälligen Schritt gehen. Damit wird für alle Bürgerinnen und Bürger einsehbar, welche Firmen zum Beispiel auf einem Parteitag mit einem Stand vertreten waren und wie viel Geld dadurch von der jeweiligen Partei eingenommen wurde. Auch konnten wir nach der Anhörung noch eine wichtige Änderung der Sanktionierung von Parallelaktionen, also von verdeckten Werbemaßnahmen, erreichen. Denn zukünftig müssen Personen, die eine Werbemaßnahme zugunsten einer Partei durchführen wollen, auch deren Finanzierung offenlegen. Und damit stellen wir sicher, dass unzulässige Strohmann-, Auslands- oder Einflussspenden auch erkannt werden, meine Damen und Herren. Und in Zeiten von versuchter Einflussnahme durch autokratische Staaten ist es eine wichtige Neuerung und auch ein Schutz unseres demokratischen Gemeinwesens. Gerne wären wir im Bereich der Veröffentlichung von Spenden, Mitglieds- und auch Mandatsträgerbeiträgen noch einen Schritt weiter gegangen und hätten die Grenzwerte weiter abgesenkt. Aber wenn man mit 6 Parteien und 5 Fraktionen an einem Tisch sitzt, dann muss man auch Kompromisse machen. Wir freuen uns jedenfalls, dieses Gesetz heute mit so breiter Unterstützung hier im Hohen Haus verabschieden zu können. Denn nur gemeinsam stärken wir das Vertrauen in unsere Demokratie. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die daran mitgewirkt haben, und wünsche nun geruhsame Weihnachtstage und alles Gute im neuen Jahr. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Fabian Jakobi. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Bei dem Gesetzentwurf zur Änderung des Parteiengesetzes, der heute beschlossen werden soll, handelt es sich um ein Gemeinschaftswerk aller Fraktionen des Hauses außer der AfD-Fraktion. Er verknüpft drei ganz unterschiedliche Gegenstände, nämlich die Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung, Eingriffe in die innerparteiliche Demokratie und eine teilweise Reform der Regelungen zu Parteispenden. Der letztere Teil ist zustimmungswürdig, die ersten beiden nicht. Deshalb haben wir beantragt, dass darüber gleich getrennt abgestimmt wird. Sie wollen die staatliche Parteienfinanzierung ausweiten. Dass wir das ablehnen, dazu habe ich in der ersten Lesung bereits ausgeführt und wird auch der Kollege Brandner gleich noch etwas sagen. Sie wollen weiter vorschreiben, dass die Parteivorstände aus eigener Machtvollkommenheit anordnen können, ob ein Parteitag als reguläre Versammlung stattfindet oder nur virtuell. Die Parteibasis soll sich dagegen nur noch mit einer satzungsändernden Mehrheit wehren können. Das bedeutet Demokratieabbau in den Parteien und fördert die Oligarchisierung, weshalb wir das natürlich ebenfalls ablehnen. Dagegen begrüßen wir die Reform der Regeln zu Parteispenden. Wir teilen als AfD-Fraktion uneingeschränkt die Forderung nach Begrenzung und vor allem Transparenz des Spendenwesens. Die bisherigen schlechten Regeln haben es allerdings ermöglicht, eine Partei in Haftung zu nehmen für Handlungen einzelner Personen, die von den demokratisch gewählten Gremien der Partei gar nicht effektiv verhindert werden konnten. Diese Haftung ging aber nicht zulasten der handelnden Personen, sondern zulasten aller beitragszahlenden Mitglieder und Kleinspender aus dem Volk. Das zu ändern, war überfällig. Die Reform ist ein Anfang, aber nicht perfekt. So soll es dabei bleiben, dass die Verhängung von Sanktionen weiter von der Bundestagsverwaltung vorgenommen wird. Ich trete niemandem zu nahe, wenn ich feststelle, dass diese Verwaltung von einer Parteipolitikerin geführt wird. Insofern ist sie genauso wenig parteipolitisch neutral wie die Verfassungsschutzämter. Diese Aufgaben sollten in einem nächsten Reformschritt zu einer tatsächlich unabhängigen Stelle verlagert werden, etwa dem Rechnungshof. Vielen Dank. Wir kommen kurz zurück zum Tagesordnungspunkt 7b. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgeben konnte? Das scheint mir nicht der. Doch, gut, dann gibt es noch Gerenne. Dann gebe ich das Wort dem Kollegen Stefan Thome für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die politischen Parteien in Deutschland tragen ganz entscheidend bei zur demokratischen Willensbildung in unserem Land. Und ungefähr 1 Million Mitglieder tragen durch ihren ehrenamtlichen Einsatz, ihre Freizeit, aber auch ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden wesentlich dazu bei, dass Demokratie in diesem Lande auch funktioniert. Diese Mitglieder sind wichtige Träger der parlamentarischen Demokratie bei uns. Und deswegen ist es gut, dass auch die Parteien dadurch, durch diese mitgliedschaftliche Organisation, eine stetige Anbindung haben an alle Schichten der Gesellschaft, an alle Berufsstände, alle Altersgruppen, die Geschlechter, Nord und Süd, Stadt und Land, Gebirge und Küste. Und das ist gerade in einer Zeit ganz wichtig, in der die liberale Demokratie von innen und außen herausgefordert und oft auch infrage gestellt wird. Mit der Änderung des Parteiengesetzes schaffen wir zunächst einmal die Möglichkeit, künftig auch Parteitage und Mitgliederversammlungen digital durchzuführen, wenn man das will. Das soll nicht der Normalfall werden, denn natürlich kann man persönliche Begegnungen nicht digital abbilden. Aber es schafft die Möglichkeit, in begründeten Fällen von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, falls es dafür Gründe gibt. Digitalisierung kostet aber auch Geld. Man muss Hardware anschaffen, Software muss für IT-Sicherheit sorgen, um sich gegen Cyberangriffe zur Wehr zu setzen, von denen alle Parteien stets betroffen sind. Man braucht Personal für mehr und schnellere Kommunikation an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr, denn es gibt wesentlich mehr E-Mails heute, als es früher Briefe gegeben hat. Und dazu braucht man auch mehr Personal, und das ist digitalisierungsbedingter Mehrbedarf. Und deswegen hat schon die Vorgängerregierung 2018 die Obergrenze, also den Maximalbetrag für die staatliche Teilfinanzierung der Parteien an den Digitalisierungsbedarf angepasst. Aber das Bundesverfassungsgericht hat beanstandet, dass diese
Gesetzgebung damals in einem Eilverfahren mitten in einer laufenden Europa-Fußballmeisterschaft mit unzureichender Begründung durchgeführt worden ist. Und deswegen haben wir das jetzt als nichtig verworfene Gesetz, so ein verfassungsmäßiges, ersetzt in einem mehrmonatigen, auch öffentlich transparenten Gesetzgebungsverfahren den ganzen Sommer und Herbst 2023. Wir kommen der Begründungspflicht nach und legen damit auch den Mehrbedarf durch Digitalisierung auch für die Vergangenheit dar und heilen den Fehler aus der früheren Gesetzgebung, meine Damen und Herren. Und so ist jetzt ein interfraktioneller Gesetzentwurf aus der Mitte des Deutschen Bundestages entstanden, in dem nicht nur die im Bundestag vertretenen Parteien beteiligt worden sind, sondern auch die nicht im Bundestag sitzenden, die es hier auch betrifft, die sind in einem schriftlichen Verfahren informiert und beteiligt worden. Wir schaffen in diesem Gesetz mehr Transparenz. Es wird künftig nicht nur in einem Rechenschaftsbericht die Spenden ausgewiesen werden, sondern auch die Sponsoring-Einnahmen. Es gibt ja nicht nur Spendeneinnahmen, es gibt auch Sponsoring-Einnahmen. Und es wird künftig einen Sponsoring-Bericht geben, der auch im Rechenschaftsbericht nachlesbar ist. Ferner gibt es auch Werbemaßnahmen Dritter von Organisationen, Verbänden oder Unternehmen, auch Privatpersonen, wo nicht direkt Geld einer Partei zufließt, aber doch für eine Partei geworben wird. Und auch diese Werbemaßnahmen, diese Parallelaktionen machen wir transparenter, indem diese Mittel und auch die Herkunft dieser Mittel öffentlich dargelegt werden. Das schafft mehr Transparenz, und das ist gut so in unserer Demokratie, meine Damen und Herren. Somit legen wir mit dieser heutigen Änderung im Parteiengesetz die Grundlagen für modernere, digitalere Parteien. Wir schaffen einen Zugewinn an Transparenz. Wir statten die Parteien mit den Mitteln aus, die sie benötigen, um digitaler, moderner, offener und transparenter werden. Und das ist in Ordnung so, denn niemand muss Angst davor haben, transparent darzulegen, wie er sich finanziert. Und in diesem Falle möchte ich mich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, die mitgewirkt haben an diesem Gesetzentwurf. Wir haben lange intensiv diskutiert, aus Koalition und Opposition haben einige Monate gebraucht, aber es waren, wie ich finde, sehr intensive, konstruktive Diskussionen, für die ich mich bei Ihnen allen bedanken möchte und jetzt schon, wenn ich nachher noch mal reden werde, ein frohes Weihnachtsfest und gutes neues Jahr wünschen möchte. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank, davon haben wir ja nicht genug bekommen. Und ich frage jetzt noch mal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das die Stimme nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt Nummer 7b. Und ich gebe das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Sebastian Brehm. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Parteien sind ein wesentliches Element der demokratischen Struktur und der Willensbildung in Deutschland. Das Grundgesetz misst den Parteien einen ganz entscheidenden Beitrag in unsere Demokratie bei. Unsere Demokratie zu schützen, ist ein wertvolles Gut, gerade in der heutigen Zeit. Es geht bei diesem Gesetzentwurf nicht darum, dass sich die Parteien die Taschen voll machen, wie das vielleicht in der einen oder anderen Berichterstattung immer mal wieder aufscheint. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, dass wir die vielfältigen demokratischen Strukturen übrigens aller Parteien in Deutschland, auch der kleinen Parteien in Deutschland, in unserem Land erhalten und ein Mehr an Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen verantwortungsvoll mit unserem demokratischen und im Grundgesetz festgeschriebenen Auftrag um. Parteien müssen heute physische und digitale Doppelstrukturen vorenthalten. Das ist mit deutlichen Digitalisierungskosten und Teilhabekosten verbunden. Wir wollen auf allen digitalen Kanälen, aber insbesondere auch vor Ort sein, als Ansprechpartner, und ich kann das auch nur sagen als Abgeordneter direkt aus Nürnberg, das ist auch gut so, denn wir können damit auch die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und ernst nehmen und bearbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich haben wir als Parteien auch Einsparungen vorgenommen. Etwa durch Kostenreduzierung im Bereich der Printmedien oder in anderen Bereichen. Das war übrigens auch eine Forderung des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht setzt bei seiner Auslegung des Gesetzes gerade bei den Parteien sehr hohe Maßstäbe an, und das ist auch gut und richtig so. Übrigens auch bei der Herkunft der Spenden und anderen Fragen. Mit dem Urteil im Januar 2023 urteilte das Verfassungsgericht, dass eben die notwendige Erhöhung der Parteienfinanzierung nichtig ist,
aber nicht, weil die Erhöhung dem Grunde nach falsch war, sondern weil die Begründung und der Nachweis der Mehraufwendungen für die Parteien ungenügend ausgearbeitet wurden. Das haben wir sehr ernst genommen in der weiteren Bearbeitung dieses Gesetzes. Und das haben wir nun in einem Zusammenspiel aller Parteien, und ich will das sagen, auch der kleinen Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, zusammen gemacht. Übrigens auch der AfD-Schatzmeister, wenn ich das so sagen kann, weil sie es immer bestreiten, hat dieses Gesetz gut geheißen. Und deswegen alle Parteien wurden beteiligt und alle Parteien bringen auch heute dieses Gesetz mit ein. Die AfD bestreitet es, aber das ist ihr eigenes Problem. Klären Sie es, glaube ich, mal einfach in Ihrer Struktur. Darüber hinaus, und das ist das Wichtigste, glaube ich, in diesem Gesetz, wird die Parteienfinanzierung noch transparenter. Und diese absolute Transparenz unterstützen wir nachdrücklich. Das beginnt mit der Veröffentlichung von Spenden, übrigens auch mit der Prüfung der Herkunft der Spenden, ein ganz wichtiger Punkt. Und da vertraue ich auch der Bundestagsverwaltung. Deswegen hier einfach zu sagen, die Bundestagsverwaltung ist ein parteipolitisches Organ, ist einfach falsch, sondern sie ist auch die Überwachung der Parteien zuständig. Und das macht sie auch gut und richtig. Ich würde mir aber auch wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass genau diese Veröffentlichungsgrenzen und diese Transparenz auch von den Nichtregierungsorganisationen so angesetzt würde. Immer nur Transparenz von den Parteien zu fordern und selbst diese Transparenz nicht an die eigenen Maßstäbe anzusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unglaubwürdig. Deswegen brauchen die NGOs auch dieselben Transparenzregeln wie die politischen Parteien, weil sie am politischen Willensbildungsprozess genauso teilhaben und deswegen auch notwendig ist, hier Transparenz herzustellen. Das Bundesverfassungsgericht hat klar und deutlich gesagt, die Parteien finanzieren sich zur Hälfte aus staatlichen Mitteln und zur anderen Hälfte aus Spenden und Beiträgen. Das ist noch mal ausdrücklich bestätigt worden. Eine absolute hundertprozentige Staatsfinanzierung der Parteien schließt das Bundesverfassungsgericht aus. Das ist auch wichtig, wenn man mal drüber über Spenden und sonstige Einnahmen der Parteien redet. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gesetz abschließen können. Übrigens in der Sachverständigenanhörung ist dieser Gesetzentwurf mit einem Gütesiegel versehen worden. Auch die Fragen hinsichtlich der Rückwirkung, wenn man mal, die wir ausführlich diskutiert haben, sind von allen Sachverständigen noch mal bestätigt worden, sodass wir die klaren und wirklich transparenten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts mit diesem Gesetzentwurf einhalten. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei allen Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern. Ich darf das als Schatzmeister meiner wundervollen CSU auch sagen, bei allen Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern, insbesondere hier aus dem Deutschen Bundestag, Dietmar Nithan, Michael Link, natürlich meine liebe Kollegin Julia Klöckner, aber auch bei den Grünen und bei den Linken, die wirklich in der Diskussion aktiv dabei waren, die mitgewirkt haben, dass wir dieses Gesetz so in dieser Ausführlichkeit gemacht haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir viele Gesetze genau in diesem Maßstab machen würden. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen auch gesegnete Weihnachten. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dunja Kaiser, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich sehr, dass nach vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen gemeinsam mit den demokratischen Oppositionsfraktionen es gelungen ist, das vorliegende Gesetz zur Abstimmung zu bringen. Eine fraktionsübergreifende Einigung verdeutlicht, wie wichtig es ist, ein Parteiengesetz zu schaffen, das die Grundlage unserer Demokratie stärkt. Aber auch bei der politischen Willensbildung spielt es eine entscheidende Rolle, und insbesondere dann, wenn es um die Vertretung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger geht. Denn die Anliegen und die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger sollten an erster Stelle stehen, und wir sollten unserer Verantwortung gegenüber der Demokratie gerecht werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auch über unsere gemeinsame Verantwortung sprechen, die Zukunft unseres Landes zu gestalten, indem wir die Werte und Prinzipien hochhalten, auf denen unsere Gesellschaft beruht.
Denn unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass unsere Gesetze effektiv sind und den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden. Wir haben schon viel gehört über Digitalisierung, Hybridsitzungen und natürlich Social Media. Daher haben wir ganz klar die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts als Ausgangspunkt genommen und schaffen mit dem vorliegenden Gesetz mehr Transparenz bei den Parteienspenden und Sponsoring von Parteien. Damit stellen wir sicher, dass Parteien ihre Arbeit effektiv leisten und unser politisches System fair und transparent bleibt. Es ist Zeit, dass wir das Parteiengesetz nicht nur auf den Stand der Zeit bringen, sondern auch die dringend erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die digitale Parteienarbeit schaffen. Sehr geehrte Damen und Herren, erst vor wenigen Tagen hatten wir in Berlin unseren Bundesparteitag. Da streitet man sich. Man einigt sich und geht mit guten Beschlüssen auseinander. Zu einem Gesamtbild des Bundesparteitags gehört der Ausstellerbereich. Da kann man sich austauschen und netzwerken. Diese Ausstellerbereiche sind aber auch Sponsoring und haben sich auf allen Parteitagen aller Parteien etabliert. Bisher sieht das Parteiengesetz keine Veröffentlichung vor. Sponsoring-Einnahmen sind sozusagen in meiner Partei schon immer veröffentlicht worden, und das freiwillig mit Namen und Summen. Wir wollen, dass alle Parteien ihre Sponsoring-Namen veröffentlichen, um den verdeckten Parteienfinanzierungen ein Ende zu setzen. In konkreten Umsetzungen werden die Transparenzdefizite in der Finanzierung der politischen Arbeit behoben. In Zukunft muss auch Sponsoring aber eine Bagatellgrenze in einem eigenen Sponsoring-Bericht, in den Rechenschaftsbericht der Parteien veröffentlicht werden. Darin müssen Angaben wie Namen und Anschrift des Zuwendenden und die Höhe der Zuwendung des Sponsorings dargestellt werden. Diese Regelung umfasst auch die unmittelbare Werbung anderer für eine Partei und werden künftig sachgerecht in den Spendenregelungen einbezogen. Ich freue mich, sehr geehrter Herr Präsident, der letzte Satz. Ich freue mich, dass wir zu einer Parteidemokratie auf der Höhe der Zeit beitragen. Ich wünsche Ihnen allen Demokratinnen und Demokraten frohe Weihnachtszeit und ein friedliches neues Jahr. Vielen Dank, Frau Kollegin Kreiser. Bevor ich in dem nächsten Redner das Wort erteile, unterbreche ich kurz die Aussprache und komme zurück zu Tagesordnungspunkt 7b und gebe Ihnen das Ergebnis der Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Böhringer, Markus Bühl, Dr. Michael Espendiller, Ulrike Schielke-Ziesing, Wolfgang Wiele, weitere Abgeordnete und der Fraktion der AfD zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, Nachtragshaushaltsgesetz 2023, Drucksachen 20.9500, 20.9600 und 20.9775 bekannt. Abgegebene Stimmkarten 637. Mit Ja haben gestimmt 67, mit Nein haben gestimmt 570, Enthaltungen keine. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Ich komme zurück zum Top 23, zur Aussprache über die Änderung des Parteiengesetzes. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Stefan Brandner, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der AfD-Fraktion, liebe andere Kollegen von den deutschen demokratischen Altfraktionen, Sie kriegen den Hals nicht voll. Und das dokumentiert dieses Parteiengesetz, was ja in wesentlichen Teilen auch die Parteienfinanzierung erhöht. In ungefähr 25 Millionen Euro mehr im Jahr. Warum wurde das Ganze 2018 im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft quasi klammheimlich beschlossen? Weil die spezialdemokratische Partei vor der Pleite stand nach der katastrophalen Bundestagswahl 2017. Gefangen in der damals großen Koalition wurde versucht, wie können wir die Sozis, die auch in Parteien Gefüge nicht mit Geld umgehen können. Wie können wir die Sozis vor dem Ruin, vor der Pleite retten? Und die GroKo schloss sich zusammen und hat gesagt, gut, wir satteln 25 Millionen Euro mehr drauf im Jahr. Und dann war die Frage, wie begründen wir das Ganze? Digitalisierung. Liebe FDP, Digitalisierung soll alles schneller machen, alles billiger machen, alles effizienter machen. Und hier im Parteienfinanzierungsgefüge dient die Digitalisierung plötzlich dazu, schamlos in die Steuerzahlerkassen zu greifen, schamlos den Steuerzahler auszuplündern. Das ist durchschaubar, das ist schäbig, was Sie hier an den Tag gelegt haben. Die AfD hat gesagt von Anfang an, das ist verfassungswidrig, was da passiert. Sie waren alle einverstanden. Nach
nachdem Sie mitbekommen haben, dass wir ein Organverfahren, ein Eilverfahren anstreben, hechelten Sie hinterher mit einer Normkontrollklage. Und die Normkontrollklage war dann letztendlich erfolgreich. Insoweit herzlichen Glückwunsch. Aber diejenigen, die bei der Normkontrollklage damals noch in der Opposition jetzt plötzlich mitarbeiten an der Parteienfinanzierungserhöhung, machen sich natürlich völlig unglaubwürdig. Was war denn vor 3 Jahren, als Sie geklagt haben, anders als noch heute? Sie machen sich schamlos den Staat zur Beute. Das sage ich immer wieder gerne von hier vorne, weil es korrekt ist. Und dann wollen Sie auch die 100 Millionen Euro, die Sie rechtsgrundlos eingesteckt haben, nicht zurückzahlen. Das erzählen Sie mal den Leuten draußen. 100 Millionen Euro rechtswidrig eingesackt und dann sagen, wir zahlen es nicht zurück. Und das Größte der Perfidie war noch, dass Sie ihm... Das war nicht in Frage. Das Größte der Perfidie war noch... Herr Kollege Brandner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Dann, also Ihre Redezeit ist eigentlich schon abgelaufen, aber ja, weil es gerade so lustig ist, bitteschön. Ich habe auch die Antwort schon vorbereitet. Ich glaube, ich spreche gleich Lateinisch. Feuer frei, Herr Kollege. Ich möchte Ihnen folgende Frage stellen. Es gibt einen Text, der lautet: Sehr geehrter Herr Wiese, vielen Dank für Ihr Schreiben am 15. September 2023 bezüglich der Anpassung der absoluten Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung nach 18.2 Parteiengesetz. Unter Berücksichtigung der für alle Parteien stark gestiegenen Kosten und der anhaltenden Inflation würden auch wir es begrüßen, wenn die staatliche Parteienfinanzierung, die den Parteien für die Erfüllung ihrer verfassungsgemäßen Aufgaben zusteht, angepasst werden sollte. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Erweiterung der Kommunikationswege und zunehmenden Digitalisierung. Nach intensiver Diskussion haben wir uns entschlossen, den von Ihnen beigefügten Fragebogen nicht zu beantworten, ist klar. Mit freundlichen Grüßen, Carsten Hütter, Bundesschatzmeister, Thorsten Dehne, Finanzdirektor. Kann das sein, dass dieses Antwortschreiben aus Ihrer Parteizentrale kam? Ich warte gern noch die Häme und den Applaus Ihrer Kollegen ab. Und das war ja nichts Neues. Das wird ja dadurch nicht besser, dass Sie das zum zweiten Mal verlesen. Und ich wäre ja ein schlechter Redenvorbereiter, wenn ich diese Zwischenfrage nicht antizipiert hätte. Ja? Ich habe mich sogar kundig gemacht. Man könnte darauf antworten, tabularius res publicae imperitus. Oder man könnte sagen, per scriptores principes non sunt. Übersetzen Sie es selber, das heißt nichts anderes wie, da hat einer aus der Bundesgeschäftsstelle geantwortet, der von Politik keine Ahnung hat, ähnlich wie Judex und Calculat. Und ich persönlich muss Ihnen sagen, also ich komme zu... Herr Brandner, ich freue mich immer wieder, wenn Sie zur Heiterkeit des gesamten Hauses beitragen. Auch Ihre Fraktion hat gelacht. Insofern. Das ist ja... Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal das Lateinlernen mit Brandner hier mal so eine große Rolle spielt. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Fragen Sie mal meinen Lateinlehrer, der ist verzweifelt. Deshalb habe ich mir das vorher überlegt, weil es ja so absehbar, was Sie da fragen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da hat sich ein Sachbearbeiter per E-Mail Ihnen gegenüber etwas schräg geäußert. Wir haben da schon die entsprechenden Konsequenzen gezogen und ihm angedeihen lassen, sich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung oder bei der Friedrich-Ebert-Stiftung mal ein bisschen politisch fortbilden zu lassen. Aber danke für die Zwischenfrage. Die war sehr schön. Ich werde sie, glaube ich, auch nicht rausschneiden aus meinem schönen YouTube-Video. War toll. Vielen Dank. Sie können sich wieder setzen. So, am Ende wollte ich noch sagen, Respekt. Ja, Sie müssen jetzt auch bedauerlicherweise zum Schluss kommen, Herr Brandner. Ja, ja. Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht sieht anders aus. Wenn das Bundesverfassungsgericht urteilt, irgendetwas sei nichtig, dann hält man sich daran und versucht keinen zweiten Anlauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brandner. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Brandner, ich sage Ihnen mal, um mit dem Mindset, wie Sie das hier eben gezeigt haben, ans Pult zu treten, aber selbst aus einer Partei zu kommen, die von so handfesten Parteispendenskandalen erschüttert wird, da muss man schon ganz schön ignorant sein, um hier so eine Show abzuziehen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier heute nicht nur die Rechte, nicht nur die Finanzierung, sondern eben auch die Pflichten der Parteien im Lichte der Digitalisierung, aber auch zunehmender illegitimer Einflussversuche auf unsere Demokratie.
Und es ist richtig und wichtig, dass wir diese Regelungen, die wir hier heute beschließen werden, hier so vorgelegen, meine Damen und Herren. Meine Kollegin Irene Mihalic und viele Vorrednerinnen haben es bereits gesagt. Es ist gut, dass wir heute diese Reform abschließen. Denn gerade in diesen politisch bewegten Zeiten ist dieses Zeichen, dass wir hier als Fraktionen gemeinsam zusammengekommen sind, als demokratische Fraktionen, die hinter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, einen gemeinsamen Entwurf hier vorlegen, das ist ein gutes Zeichen in schwierigen Zeiten. Und deswegen, meine Damen und Herren, danke ich ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen aus CDU, CSU, von den Linken, der SPD, der FDP und auch meinen eigenen, dass wir hier ein solches Gesetz vorlegen. Mit dieser Regelung nehmen wir, anders als die AfD es weinerlich beklagt, eine maßvolle und gut begründete Anhebung der staatlichen Parteifinanzierung vor, und wir präzisieren Pflichten, die Parteien zukünftig beachten müssen. Wir erhöhen die Transparenz, beispielsweise bei der Offenlegung von Sponsoring-Einnahmen oder den sogenannten Parallelaktionen. Das ist auch und gerade mit Blick auf rechtswidrige Strohmann- und Auslandsspenden, sage ich mal in Richtung AfD, sowie immer wieder zu beobachtenden staatliche und nichtstaatliche Einflussversuche eine ganz zentrale Regelung, meine Damen und Herren. Aber wir erhöhen nicht nur die Transparenz, sondern wir geben den Parteien zusätzlich klare Regeln für die digitale Demokratiearbeit an die Hand. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns in den vergangenen Jahren vor Augen geführt, wie dringend notwendig es ist, das Parteirecht an neue digitale Realitäten anzupassen. Und so können Abstimmungen und Beschlussfassungen zukünftig unter Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorgaben digital stattfinden. Und das ist gerade für ein so schönes Flächenland wie Schleswig-Holstein eine gute Sache. Die Anhörung der Expertinnen und Experten hat weitreichende Zustimmung gefunden. Und so steht der Umsetzung dieses Gesetzes und dem Beschließen dieses Gesetzes nichts entgegen. Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit und bedanke mich für dieses Gesetzgebungsverfahren. Vielen Dank, Herr Kollege von Notz. Das Wort hat nunmehr die fraktionslose Kollegin Clara Dünger. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es braucht mehr Transparenz, wenn es um die Finanzierung von Parteien geht. Die Finanzierung der parteipolitischen Arbeit ist immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussion. Viel zu oft mussten wir in der Vergangenheit von dubiosen Spendern für Parteien lesen. Das muss beendet werden, wenn man das Vertrauen in Parteien und Demokratie stärken will. Und deshalb ist das Gesetz ein richtiger und notwendiger Schritt in die Richtung zu mehr Transparenz. Wir haben da gerne mitgearbeitet und bedanken uns bei der guten Zusammenarbeit, dass die Brandner AfD mit ihren eigenen Spendenskandalen kein Interesse an mehr Transparenz hat, verwundert hier auch niemanden mehr im Bundestag. Wir als Linke finden grundsätzlich, dass es sowohl Parteisponsoring als auch Parteispenden von Unternehmen eigentlich gar nicht geben sollte, damit Politik eben unabhängig ist und nicht so wie bei der AfD. Dann müssten wir die etlichen Skandale auch gar nicht diskutieren. Dass die Schwellenwerte abgesenkt wurden, das ist gut. Da wäre aus unserer Sicht aber noch ein bisschen mehr drin. Das begrüßen wir, so wie die Grünen das auch bestätigt haben. Wir als Linke sind übrigens, das muss ich noch mal sagen, die einzige Partei im Bundestag, die keine Unternehmensspenden annimmt. Demokratie darf aus unserer Sicht nicht käuflich sein. Und deshalb ist dieses Gesetz auch ein notwendiger, richtiger Schritt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Frau Kollegin Dünger. Letzter Redner dieser Debatte ist der Kollege Dirk Wiese, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wehrhafte Demokratien brauchen starke Parteien, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das legt unser Artikel 21 des Grundgesetzes fest. Sie wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie haben verfassungsrechtliche Pflichten, Rechte. Und es ist richtig, dass wir dieses Parteiengesetz angepackt haben, dass wir Transparenz reingebracht haben, dass wir etwas Richtiges auf den Weg gebracht haben. Und will ich ausdrücklich sagen, dass das gemeinschaftlich gelungen ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen und ein wichtiges Zeichen. Ich freue mich zudem, dass der Kollege Dietmar Nitan noch einmal die E-Mail des AfD-Finanzdirektors vorgelesen hat, der auch diese Reform begrüßt hat. Ich denke, Herr Brandner wird uns noch den Aufenthaltsort seinen jetzigen dieses Mitarbeiters mitteilen, denn jetzt befindet er sich laut Homepage noch auf Amt und Würden. Aber, und das will ich auch deutlich sagen, der AfD-Finanzdirektor hat diese Reform begrüßt. Herr Brandner hat jetzt gerade gesagt, dass er diese Einschätzung nicht teilt. Und ich mache einen Vorschlag. Herr Brandner, ab dem 1. Januar werden wir jede Woche bei Ihnen anfragen, wo ist die Spendenquittung dafür, dass Sie das Geld, was Sie aus der Parteienfinanzierung zukünftig kriegen, gespendet haben oder zurückgegeben haben. Wir sind gespannt, ob Sie das Geld annehmen, ja oder nein. Wir werden wöchentlich nachfragen, und dann sehen wir mal, wie die Glaubwürdigkeit ist. Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner. Nein, das war doch so lustig. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Die Debatte ist gerade sehr konstruktiv und vernünftig, seitdem Herr Brandner aufgehört hat zu reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich nutze die Möglichkeit und gebe gerne die letzte Minute, die ich habe, zurück. Wir haben bald Weihnachten. Viele Kolleginnen und Kollegen wollen die Züge noch kriegen, die Flüge noch kriegen. Und darum wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wiese. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Parteiengesetzes. Hierzu liegen mir mehrere Erklärungen zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19774 den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Drucksache 19147 in der Ausschussfassung anzunehmen. Der Abgeordnete Fabian Jacobi hat beantragt, über den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung getrennt abzustimmen, und zwar zum einen über Artikel 1, Nummer 1 bis 3. Diese Änderungen betreffen digitale Versammlungen und Beschlussfassungen sowie die Anhebung der absoluten Obergrenze. Zum anderen soll über den Gesetzentwurf im Übrigen abgestimmt werden. Ich bitte nun diejenigen, die dem Artikel 1, Nummer 1 bis 3 des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die regierungstragenden Fraktionen, CDU, CSU und die fraktionslosen Abgeordneten, soweit ich sie identifizieren kann. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Enthaltungen offensichtlich keine. Damit ist Artikel 1, Nummer 1 bis 3 angenommen. Ich bitte nun diejenigen, die den übrigen Teilen des Gesetzentwurfs in der Ausschussfassung zustimmen wollen, was Handzeichen. Das ist, soweit ich das sehe, einstimmig. Ich frage trotzdem noch einmal, gibt es Gegenstimmen? Erkennt man nicht, Enthaltungen auch nicht. Dann sind die übrigen Teile des Gesetzentwurfs einstimmig angenommen. Alle Teile des Gesetzentwurfs sind damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Jetzt muss ich eine weitere Taste drücken. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Abgeordneten im Saal bitte ich, noch kurz für die Abstimmung über einen Einspruch gegen eine Ordnungsmaßnahme hier zu bleiben. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich sehe schon, die Plätze an den Urnen sind besetzt. Damit eröffne ich die namentliche Abschlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Die Abstimmungsurnen werden Das ist ja wunderbar. 13.40 Uhr geschlossen. Ich rufe jetzt auf den Zusatzpunkt 12, Einspruch gemäß § 39 der Geschäftsordnung des Abgeordneten Kai Gottschalk gegen den ihm in der letzten Sitzung am 14. Dezember 2023 erteilten